Und jetzt ist es mir eine besondere Ehre, einen ganz besonderen Menschen anzukündigen, und zwar Herrn Alexander Gauland, Mitglied im Bundesvorstand, Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion in Brandenburg. Und nach all dem, was die Realitätsverweigerer schon mit Ihnen gemacht haben, was Sie zu Ihnen gesagt haben, möchte ich jetzt mal einen tosenden Applaus, liebe Freunde. Danke, danke. Liebe Freunde, meine Damen und Herren, es ist schön, mal wieder in Northeim zu sein. Und ich empfinde es auch als angenehm, dass unsere Gegner heute mal zuhören. Ich habe das leider auch hier in Niedersachsen anders erlebt. Da wird nur gepfiffen und überhaupt nicht zugehört. Demokratie, liebe Freunde, ist aber Austausch von Argumenten und nicht Austausch von Gebrüll und Pfeifen. Insofern empfinde ich Northeim, gebe ich offen zu, als geradezu ein Gewinn im niedersächsischen Landtagswahlkampf. Und ich kann nur hoffen, dass Sie ein sehr gutes Ergebnis in dieser Stadt einfahren. Ja, liebe Freunde, ich sage, ich habe es erlebt, auch in Niedersachsen. Die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern hat offensichtlich unsere Gegner völlig von Sinnen gebracht. Ich gebe zu, was ich auf Veranstaltungen nach Mecklenburg-Vorpommern erlebt habe an Hass in den Gesichtern, habe ich zwar befürchtet, aber dennoch gehofft, dass es nicht eintreten würde. Und es tritt ein. In Lingen stand ich einer Gruppe von Demonstranten gegenüber, da waren alle dabei. Sozialdemokraten, Grüne, Linke, ÖTV, Verdi und natürlich auch die CDU. Ja, liebe Freunde, der Zorn der CDU, den kann ich ja sogar noch verstehen. Denn wenn es so weitergeht, dann werden wir die CDU als bürgerliche Volkspartei ablösen. Sie hat sich längst völlig geistig entleert. Sie ist ein Mantel, den man Angela Merkel um die Schultern legt, und das wird als Inhalt verkauft. Wir werden diesen Mantel nicht nur bei dieser Kommunalwahl, sondern auch bei den nächsten Bundestagswahlen herabreißen. Und da ist drunter nichts mehr. Es ist richtig, was Sie gerufen haben. Diese Bundeskanzlerin muss weg. Und mein Freund Höcke hat sehr schön gesagt, das ist eine Kanzlerdiktatorin, ja, denn sie hat niemanden gefragt. Weder hat sie jemanden gefragt bei der Euro-Rettung, dass wir Geld für Generationen ausgeben, noch hat sie jemanden gefragt bei den Flüchtlingen und bei dem Öffnen der Grenze. Ja, meine lieben Freunde, wir, die wir hier stehen, sind so etwas wie die letzte evolutionäre Chance. Das heißt, wir sind diejenigen, die Deutschland verändern müssen und die von Rechtsbrüchen über Genderideologie alles das wieder rückgängig machen werden, was diese Leute da drüben und ihre Vorgänger angerichtet haben. Und sie haben dieses Land in der Tat in eine schwere Krise gestürzt. Liebe Freunde, was ist das für ein Irrsinn, wenn, was Sie ja nun auch mitbekommen haben, nach den terroristischen Angriffen in Würzburg, Reutlingen und anderen Städten, Nizza, London, Paris, gesagt wird, ja, das sind einzelne Täter. Das hat nichts mit den Flüchtlingen zu tun. Das hat nichts mit der Zuwanderung zu tun. Das sind Opfer, um die wir uns kümmern müssen. Liebe Freunde, Frau Künast hat sich nicht entblödet.
danach zu fragen, warum der Mann in Selbstverteidigung erschossen worden ist. Statt sich um die Opfer zu bemühen, wird sich in diesem Land um die Täter gekümmert. Und das, liebe Freunde, wollen wir nicht mehr. Ich frage mich manchmal, stellen Sie sich mal vor, statt Allahu Akbar hätte irgendeiner der Täter gerufen, Heil Hitler und Sieg Heil. Was wäre dann in diesem Lande los gewesen? Ganze Ermittlungsbataillone hätten in der Gesellschaft nach den sogenannten rechtsradikalen Wurzeln gefragt. Aber wenn es ein Attentäter aus dem islamischen Umkreis ist, liebe Freunde, dann wird einfach nur gesagt, das ist halt ein armes Opfer, das sich radikalisiert hat. Wir haben es als AfD immer vorausgesagt. Wer unkontrolliert eine Massenzuwanderung aus dem Nahen Osten zulässt, der muss damit rechnen, dass diese Wege von Terroristen benutzt werden. Was sind wir dafür am Anfang ausgelacht worden? Und was hat sich ergeben? Dass natürlich die Täter, die terroristischen Täter, die Fluchtrouten benutzen. Ist doch völlig klar, dazu bedarf es nur ein wenig gesunden Menschenverstandes. Aber der ist in diesem Land bei den herrschenden Eliten nicht mehr zu Hause. Denn es darf einfach nicht sein, was sie nicht hören wollen, dass Terrorismus etwas mit ungebremster Zuwanderung zu tun hat. Liebe Freunde, nach den berühmten Anschlägen musste ich in diesem Staatsfernsehen hören, ja, ein Psychologe stand auf und sagte, wir können das alles nicht verhindern, aber ihr müsst jetzt mit der Gefahr und dem Terror leben und ich bringe euch bei, wie man mit dem Terror lebt. Das muss man sich mal vorstellen. Und zu Recht hat Henrik Bruder darauf hingewiesen, wäre uns eigentlich entgegengeschleudert worden, wenn wir nach den NSU-Morden oder nach den fürchterlichen Ereignissen bei der Kölner Love Parade, wenn einige von uns gesagt hätten, ja, ihr müsst mit dieser Gefahr leben. Durch Unfälle kommen viel mehr Menschen ums Leben. Was ist das für eine Politik, die Menschen nicht mehr schützt, sondern die Menschen im Grunde genommen dazu anhält, auf ihre Weise mit der Gefahr zu leben? Nein, liebe Freunde, ich will nicht mit der Gefahr leben. Und deswegen ist die AfD für Grenzschließung. Und da sind auch 200.000 Flüchtlinge zu viel, die Herr Seehofer immer noch haben will. Auch er hat noch nicht genug gelernt. Es sind längst genug in diesem Lande und wir werden neue Parallelgesellschaften bekommen. Denn wir wissen überhaupt nicht, wer bei dieser Million dabei war. Es ist ein totaler staatlicher Kontrollverlust, den diese Bundeskanzlerin zu verantworten hat. Und liebe Freunde, ich könnte ja noch mit Gefahren leben, wenn bei diesen Flüchtlingen syrische Ärzte und irakische Computerspezialisten wären. Das hat sich als völliger Unsinn erwiesen und inzwischen sagt sogar Frau Nahles, ja, das wird wohl alles viel länger dauern und die Integration in die Gesellschaft wird für diese Menschen kaum möglich sein. Weil es ist, meine Vorrednerin hat es richtig ausgeführt, eben nicht eine sinnvolle wirtschaftliche Zuwanderung ist, sondern es sind Menschen, die hier ein besseres Leben suchen, aber die im Grunde genommen keinen Platz in dieser Gesellschaft finden werden. Und nun, liebe Freunde, Sie haben alle die wunderbare, in Anführungsstrichen, Regierungserklärung dieser Kanzlerin gehört, sagt sie plötzlich,
Die Flüchtlinge werden das Land nicht grundsätzlich verändern. Was glaubt diese Frau eigentlich? Das ist schon passiert. Sind 1 Million Menschen nicht genau das, was dieses Land grundsätzlich verändert? Und, liebe Freunde, wird das von den Eliten nicht gefordert? Hat Herr Schäuble nicht vor kurzem erklärt, er wolle, dass sich Deutsche mit jungen Muslimen vermischen, denn sonst würden sie degenerieren? Das ist die Wunschvorstellung unserer Eliten. Wir sollen uns anpassen. Wir sollen diese Menschen akzeptieren und wir sollen ihre Lebensweise akzeptieren. Das werden wir niemals tun. Das ist unser Deutschland, das ist unsere Heimat. Und mit jeder Stimme, die ihr für die AfD abgibt, werdet ihr diese Heimat schützen. Und dann, liebe Freunde, kommt diese selbe Bundeskanzlerin und es ist wirklich, man fasst es nicht. Sie konnten heute zu Recht mal in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Kommentar lesen, denn sie hat noch was gesagt. Sie hat alle Parteien aufgefordert, keine Opposition mehr gegen die Regierung zu üben, sondern nur noch gemeinsam gegen die AfD zu stehen. Denn deren Politik sei schädlich für Deutschland, dagegen ihre Politik sei allein richtig und dazu gebe es weder Alternativen noch eine berechtigte Opposition. Was, liebe Freunde, ist das für ein Irrsinn und was bedeutet das, dass sie im Grunde genommen die Diktatur auf schleichenden Sohlen einführen will? Nein, liebe Frau Merkel, wir wollen, dass Sie verschwinden aus der deutschen Politik. Wir wollen Alternative, unsere Alternative. Wir wollen keinen Flüchtlingszustrom und wir wollen unsere Heimat und unser Land behalten. Björn Höcke, der ja noch zu Ihnen sprechen wird, hat vor kurzem völlig zu Recht auf einer Demonstration gesagt, jemand, der nach Deutschland kommt und einen deutschen Pass in die Hand gedrückt bekommt, mag zwar im Rechtssinne dieses Landes Deutscher sein, aber in unserem Verständnis ist er das nicht. Er beherrscht weder die Sprache, lebt nicht unsere Kultur, nicht unsere Traditionen und ist nicht Teil dieser Gesellschaft. Das kann nicht sein. Diese Deutschen können keine Deutschen sein. Und je fremder das Land ist, aus dem sie kommen, umso weniger werden sie mit einem schlichten Dokument zu Deutschen werden. Ja, liebe Freunde, diejenigen, die uns die Globalisierung als das verkaufen, was wir nicht wollen, nämlich, dass wir Flüchtlinge aufnehmen müssen, argumentieren damit, dass man die Grenzen nicht schützen könne. Was mazedonische Dorfpolizisten auf der Balkanroute geschafft haben, das kann dieses Land auch. Aber es gibt nicht mehr den Willen der Eliten. Es gibt nicht mehr den Willen der Regierung. Es gibt keinen Selbstbehauptungswillen mehr. Das heißt, Frau Merkel hat nur einen Willen, sich an der Macht zu halten und unser Land zu verändern. Aber sie hat keinen Willen, unsere und eigentlich auch ihre Heimat zu schützen. Und deswegen rufen sie zu Recht, Merkel muss weg. Liebe Freunde, wenn ich mir die europäische Politik angucke, dann kann ich nur sagen, die europäische Einigung über den Euro hat nicht zu mehr Einigung, sondern zu mehr Spaltung in Europa geführt. Und wir, die wir gegen den Euro sind, zu Recht und das für wirtschaftlichen wie politischen Unsinn halten, haben Recht damit.
Es gibt eine sehr schöne symbolische Erkenntnis. Als Konrad Adenauer 1955 das erste Mal in Griechenland war, und wir haben den Griechen sehr viel Übles im Zweiten Weltkrieg angetan, brauchte er 5 Polizisten, um sich schützen zu lassen. Es gab nämlich keine Demonstrationen gegen den Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Als Angela Merkel vor 1,5 Jahren in Griechenland war, brauchte sie 5000 Polizisten, um überhaupt in Regierungsgebäude zu kommen. Das ist die europäische Einigung, die uns aus Brüssel verordnet wird. Das ist dieses Europa, dem die Briten meiner Ansicht nach zu Recht den Rücken gekehrt haben. Und liebe Freunde, auch wir möchten darüber abstimmen dürfen. Ich weiß gar nicht, wie ich in einem solchen Fall abstimmen würde. Aber ich will, wie Sie, auch darüber abstimmen, ob wir weiter zu diesem Europa gehören. Und machen wir uns nichts vor. Frau Merkel hat mit dieser Flüchtlingspolitik nicht nur die Kohlsche Linie des Bündnisses mit den kleinen Nationen verlassen, sie steht völlig alleine, sondern sie hat dieses Europa auch auseinanderdividiert. Wenn ich mir anschaue, was als Flüchtlingspolitik Europas umgeht, dann ist es völlig klar, dass die Länder, die früher türkische Besatzung gehabt haben, dieses nicht noch einmal wollen. Und dass sie deswegen die Balkanroute gesperrt haben. Und wir stehen natürlich an der Seite von Herrn Orban. Und wir stehen natürlich an der Seite der Tschechen und der Slowaken. Die EU wollte 160.000 Flüchtlinge umverteilen. Sie hat davon bis jetzt 4.500 verteilt. Liebe Freunde, eine EU für diese Politik brauche ich nicht. Und es ist völlig richtig, dass die Balkanstaaten deutlich sagen, Frau Merkel hat die Leute eingeladen, jetzt sind sie da, jetzt soll sie alleine mit ihnen fertig werden. Das Schlimme ist nur, dass sie uns mit in Haft genommen hat, denn wir wollten die Leute auch nicht. Liebe Freunde, die Maßnahmen, die Frau Merkel getroffen hat, also das berühmte Abkommen mit der Türkei, ist schon eine Zumutung. Ich will kein Abkommen mit einem osmanischen Herrscher und ich will auch kein Abkommen mit jemandem, der die Todesstrafe in der Türkei wieder einführen will. Wenn die Türkei sich nicht ändert, wird sie niemals zu Europa gehören. Ganz anders übrigens als das alte christliche orthodoxe Russland. Das ist Teil Europas und die antirussische Politik der Parteien im Bundestag ist falsch, liebe Freunde. Und wir wollen auch eine andere Außenpolitik. Lassen Sie mich zum Schluss Sie noch einmal an Ihr Wahlrecht, ja fast an Ihre Wahlpflicht erinnern. Denn wenn es in Deutschland noch eine Demokratie gibt, dann sind wir diejenigen, die die demokratische Grundordnung erfüllen. Wir sind diejenigen, die endlich eine Alternative in den Bundestag bringen. Und wir sind diejenigen, die eine alternative Politik vertreten. Alle anderen sind Kartell- oder Systemparteien, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Lasst euch nicht irre machen. Mit CDU, SPD, FDP, Grünen und Linken wird es keine Koalition von der AfD geben. Erst wenn wir unsere Agenda durchsetzen können, dann werden wir regieren, vorher nicht. Sie können eine Grenze nicht zu einem Viertel schließen, sozusagen als Koalitionskompromiss.
Sie müssen sie ganz schließen. Und ich bin gefragt worden, ja, wie Flüchtlinge würden Sie noch aufnehmen für ein Koalitionsabkommen? Da habe ich gesagt, 100 und mehr nicht. Das, liebe Freunde, muss unsere Politik in der Zukunft sein. Klare Kante, bis wir über Kommunalwahlen und Landtagswahlen und Bundestagswahlen so stark sind, dass wir bestimmen, was in Deutschland gemacht wird und dass wir die Grenzen schließen können. Verlassen Sie sich nicht auf Horst Seehofer. Er fordert zwar vieles, was wir auch fordern, aber der bayerische Kuschelbär verlässt weder die Koalition, noch ist er bereit, irgendein Opfer zu bringen. Es ist alles nur Schau für die bayerischen Wähler. Liebe Freunde, allein die AfD verändert das Land. Und schauen Sie her, wie wir es schon verändert haben. Nicht nur, wie man auf uns einprügelt, nein, wie man uns auch die Themen versucht wegzunehmen und im Grunde genommen in unsere Richtung zu gehen. Das werden die Leute nicht akzeptieren, denn wir sind das Original, das andere sind üble und schlechte Kopisten, die nicht weiter regieren dürfen. Also, liebe Freunde, jede Stimme für die AfD und natürlich Merkel muss weg im September nächsten Jahres. Danke. So, wir machen jetzt ein bisschen Licht auf den Wagen, dann geht's weiter. Und ich habe da gerade unter einer SPD-Flagge eine Koryphäe der Sozialdemokraten gesehen. Schönen guten Tag, Herr Seidel. Alle bitte mal die Augen rechts. Ich durfte den Herrn bei einer Podiumsdiskussion kennenlernen. Also wenn das das Beste ist, was die SPD zu bieten hat, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, liebe Freunde. Sie müssen noch eine Menge lernen und gleich werden Sie jemanden kennenlernen, der kann Ihnen das zeigen. Ja genau, lieber Jens, die richtigen Worte in Richtung Sozial- oder Spezialdemokraten. Auch von mir, liebe Nordheimer, ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ihr doch so zahlreich erschienen seid in unserer wunderschönen Stadt hier auf dem Münsterplatz und so ein paar trillerpfeifende Antidemokraten. Ja, also da stehen wir doch drüber, wir sind eh lauter. Und nochmal einen schönen Gruß an diese Antidemokraten. Vielen Dank, dass ihr uns beim Abhängen unserer zahlreichen Wahlplakate geholfen habt. Vielen Dank.